Meine Sorge ist der Rechtsruck, nicht nur in Österreich, sondern in Europa. Ich war 1999 schon hier zum Demonstrieren. Da war noch lang nicht dieser Rechtsruck. Da war nur Österreich damals das Schmuddelkind. Aber jetzt ist ja das nichts Besonderes mehr. Und das macht mir Angst. Ich glaube, dass zu lange zugeschaut wurde, wie die rechte Propaganda sehr subtil über soziale Medien, über Kurzbeiträge in diese Massenmedien reingebracht hat. Die Linke sich nach wie vor nicht zusammenschließt, sondern gegenseitig bekriegt, nicht das gemeinsame Ziel vor Augen sieht, Menschenrechten zu wahren, sondern so zu tun, hey, ich bin besser als du. Das wird es nicht besser machen, leider. Ich habe aber generell gemerkt, bei der Social Media Generation, dass bei Leuten, die jünger sind als ich, und die sind in keinem Umfeld, wo sie sich mehr kritisch befassen müssen mit Leuten über Diskriminierung und vielen Problemen, die Immigranten, Minderheiten, Queer-Leute, mit denen sie dealen müssen, und befinden sich aber in dieser kleinen Bubble, wo ihnen gesagt werden, dass sie richtig stehen und all die anderen Leute hier zumindest demonstrieren, das sind die echten Radikalen, die sehen verrückt aus, sie haben gefärbte Haare, und ihnen wird auch beigebracht, dass all diese Konzepte verrückt sind, dass alle anderen Leute verrückt sind und dass sie die einzig Wahren sind, die Realität immer noch im Griff haben. Und im Endeffekt ist es einfach so eine Blase, in der sich junge Menschen mittlerweile verfangen. Ich glaube, die Sache ist, dass die FPÖ sehr abgeschottet ist und ihre eigenen Medien hat und sehr viel Desinformation verbreitet. Und ich glaube, es ist viel zu wenig dagegen unternommen worden, auch um das aufzuklären. Also es ist eine Bubble da und eine Bubble da. Und eigentlich ist es das Wichtige, auf die Menschen, auch die die FPÖ gewählt haben, zuzugehen und mit ihnen zu reden und aufzuklären. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Yes, we are all from Russia. We had to leave Russia because of the political repression, because of Putin's regime. We understand the criminal connection between Austrian government and Russian government, and now it's very bad. But after FPÖ is in charge, it will become even worse. And not only for Austrian people, but for Russian people and for Ukrainian people. Because FPÖ makes Putin stronger and Putin makes FPÖ stronger, vice versa. Ich finde, Demokratie und Menschenrechte verteidigen gehört zu einem unseren Privilegien, die wir mit österreichischem Pass verliehen bekommen haben, dafür einzustehen, nicht nur wir Rechte zu haben, sondern alle. Und jede Person weiß, dass die Rechte nur Einschränkungen von jeglichen Menschenrechten bringt für uns alle. Die Rechte, die wir erkämpft haben, jahrzehntelang niederschmettert und die Welt zugrunde geht. Punkt. Leider.